Hallo, meine hofumbauenden Großkistenhersteller und herzlich willkommen zurück zu weiteren Lauschig-Flauschig-Mönchen hier bei Stardew Valley. Hallo, hier meine Kleine. Ja, boah, ich bin immer noch so gehypt, dass man das umstellen kann. Ich finde das immer noch so toll. Und, ich bitte uns auch immer noch eine Kleinigkeit. Genau. Modus Lonsonne. Ich muss klar und sonnig. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auch mal ein paar andere Dinge machen, außer mal die ganze Zeit den Hof zu sehen. Aber gut, wir haben den Großteil unserer Sachen, die wir erledigen wollten, schon erledigt. Ne? Das hat auch nicht vergessen. Wir haben das ready. Müssen da jetzt nichts weiter beachten und deswegen jetzt ja auch clear. Das ist ja unser Vorteil. Das ist cool, so raus und dann bist du direkt ja auch beim Wuffi-Buffi. Ne, mein Süßer? Kieschen oben sind auch schon fleißig wieder dabei. Oh, guck mal, Unimus, der arbeitet wieder. So, wir müssen jetzt auch mal hier wieder ein bisschen natürlich aufnehmen. Ich wollte auch mal die Ringe kombinieren, welche Ringe wir haben und wie wir die miteinander kombinieren können. Ich glaube, das geht ja alles ein bisschen. Und das sollten wir dann mal versuchen, dass wir das dann in Kombination hinkriegen. Ja, ihr seid erst ab und dann wieder also über nächste Folge. Ah, guck mal, einige Bäumchen. Er möchte wieder was Neues haben. Was darf es denn sein? Eine Zwergen... Willst du mich doch jetzt foppen, oder? Eine Zwergen-Schriftrolle. Okay, was machst du? Packen wir das da rein. Aber der... Hier dürfte noch nicht durch sein, oder? Das hatten wir ja schon. Durch. Okay. Dann kommt du gar nichts mehr. Ja, du müsstest wirklich schon teilweise da mal was stehen lassen. Ja, wir haben jetzt zu tun. Wir gestern hatten wir die Gelees gehabt. Sprich, das Gelee ist jetzt erstmal raus. Dann könnten wir uns am nächsten Tag wirklich aufmachen und sagen, so, wir gehen jetzt mal zur Insel wieder, um was abzugeben. Irgendwie muss ich sagen, hängt meine Tastatur gerade ein bisschen. Warum auch immer. Ich sage ja, ich möchte am liebsten einfach mir den Rechner dann da zusammenbabbeln und damit der nicht mit so einem Zwischenteil da dran steckt. Laptop hat nicht viele USB-Anschlüsse. Ich könnte auch den Laptop das so tun, aber dann sitzt mir der Bildschirm zu nah. Ich mag das nicht. Ich bin schon alt und da kann der Bildschirm nicht so nah sitzen. Ach, wobei nie, wenn man alt ist, sollte er eigentlich nah sitzen. Oder? Was ist so? Ach, keine Ahnung. Ja, also sitzt er mir dann zu nah an der Nase. Und der Bildschirm, das ist halt immer der Nachteil von... Labby Flabbies. Okay, das finde ich jetzt wieder wahnsinnig interessant aus. Jetzt ein Kartoffelschnäpsel. Die Frage ist, ob wir es überhaupt schaffen, dann in der Zeit die Questdinger zu machen. Finde ich jetzt amüsant, dass das geht. Nein, der Kartoffel will es jetzt nicht essen. Wir wollen sie zu Schnaps verarbeiten, mein Freund. Ja, wir werden wahrscheinlich mehr dann haben, als wir benötigen. Das ist jetzt aber auch nicht schlimm. Wir können ja dann sozusagen die goldenen verkaufen einfach. Und dann haben wir nochmal 108 Kartoffelschnaps. Weil ich habe jetzt leider nur noch 49. Weißt du was? Komm, wir packen ein. 99. Sag ich 49. 99. 89. Meine Güte, das ist noch früher morgen. Ich nehme gerade früher morgen. Wirklich, wirklich, ganz ehrlich. Verdammt. 49. 99. 89. Ja, warte, einfach mal rechnen, statt einfach nur vor das Herz zu raten. Da ist auch wieder einiges fertig. So, dann können wir jetzt erstmal hier das machen. Der ist ja wieder woanders, wa? So, komm mal her, ihr Hübschen. Warte mal, haben wir nicht. Wie viel haben wir noch? Sehr gut. Ah, oh, ist das schön. Ein ganz gemütlicher Morgen jetzt. Letzter Arbeitstag ist heute und ist erstmal langes Wochenende. Ein langes Wochenende habe ich dann erstmal. Darauf freue ich mich ja auch mal ein bisschen. Guck mal, ich finde es voll.
Ich finde es voll toll hier von der Fläche jetzt aufgebaut. Und wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. Da kommt noch mal was. Da kommt noch mal was. Oh, da war eine Ente dazwischen. Die hat man jetzt durch das Grün gar nicht gesehen. Irgendwo war auch eine Ente. Da. Habe ich jetzt alle Enten? Ein schwarzes, zwei schwarze Hühner fehlen. Sauron und Evil Chicken und Trickfeld. Okay. Ah, da drüben ist noch jemand. Fehlt doch noch ein Entlein. Wo sind die denn alle? Okay, hier gibt es erstmal eine Menge Trüffel. So, einen von den schwarzen Enten haben wir dann noch. So, mir fehlt eine Ente und mir fehlt noch ein schwarzes Huhn. Immer. Das Huhn fühlt sich wie, wie eine Kuh, wie scheint. Hä? Ja, Schnuffelbuffel. Hast du ihn gesehen? Wir haben jetzt schon mal die Hühner alle fertig. Sag mal, bin ich jetzt blind auf der Ocean? Da ist er. Da hat er sich versteckt. Ganz heimlich und ruhig und still saß er dort. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Stimmt, ja immer nur alle zwei Tage. Pack mal den darüber, dann nimmt er automatisch alles da runter und dann passt das. Lup. Das haben wir auch schon mal. So wie so viele Eindrücke, die noch aus dem Spiel sind, das muss ich sagen, das ist super interessant, weil da noch so viel ist, was zu tun ist, was du machen musst, etc. pp. Aber ich will auf jeden Fall mit euch nochmal zur Insel rüber. Aber sobald du Tiere hast, kann man nicht irgendjemanden einstellen, der die Tiere streichelt? Das wäre auch nochmal was Feines. Diese Materialien meinen Tag stehen lassen, ist jetzt nicht das Schlimme. Michael, es ist eher so ein bisschen schlimm, dass man die Tiere dann nicht was machen kann, sozusagen. Das ist, was ich schlimm finde, wenn er die Tiere dann einfach nicht streicheln kannst oder sowas, fühlen die sich ja auch ungeliebt. Ich wurde nicht gestreichelt, das ist ein schlechter Besitzer. So, also, ich brauche dich erstmal nicht. So, euch beide räume ich jetzt mal drüben rein. Hey, ist das toll? So langsam entsteht der Hof in den Perspektiven, wie wir das haben wollen, also ich haben möchte. Oh, das ist, oh nee, warte mal, dann habe ich den jetzt doof gewählt. Dann würde ich dich eher hierhin wählen. Und jetzt haben wir da unten auch nochmal was. Hier oben könnten wir das noch mit reinlegen. Das noch mit reinlegen. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Erdbeer. Und Erdbeer. Ja. Das hier machen wir beim nächsten Mal komplett voll mit Blaubeeren dann. Den ballern wir rein und dann hat sich das. So, ich komme noch da rein. Ah ja, ich habe gar nicht geguckt, ist heute irgendwie. Nee, morgen war das Event. Morgen war der Buchhändler. Aber wir haben ja auch nicht so viel, dass man wirklich sagen kann, dass wir viele Möglichkeiten haben, daraus was zu machen. Das stimmt mich jetzt etwas schwierig. Ach, guck mal eine an. Der hier, den habe ich nicht mal mit einer Dings belegt. So, naja, natürlich müssen wir hier ein bisschen umräumen. Können wir ja nicht so stehen lassen hier alles. So, die werden dann noch weiter umgebaut. Weil ich wirklich hier gerne das so haben möchte, bis hier, den Weg noch lang führen lassen, da lang führen lassen, dann gehst du außen herum um den Hof. Jetzt fängt er schon wieder an umzubauen. Verdammte Axt! Benjamin, jetzt hör mal auf! Wir wollten nicht nur umbauen.
Ja, aber wenn du einmal, kennst du ja selber, wenn du einmal umrumst, dann rumst du um, bis du wirklich fertig bist. Ist einfach so. Ist einfach so. So. Du kommst nach da. Ich weiß, wir müssen den Mülleimer nochmal machen. So. Genau, guck mal, wir haben jetzt. Kommst mal so hin. Dann haben wir hier so ein hübsches Festle. Oh, das könnte man hier so ein bisschen hinsetzen. Und Stein. Ein bisschen Dekoration muss ja auch sein. Genau, du kommst nach dort. So, mit unserem Bärchi. Wo ist morgen mal mit unserem Bärchi? Nee, da sieht man den nicht. Das ist doof. Der Bärchen kommt aus der Höhle. Nee, aber so ist er auch doof. Nee. Genau, der beobachtet hier. Da. Da beobachtest du. So, ihr, ja, der Computer. Der Computer, der kommt hier hinten in die Ecke. Falls er mal brauschen. Du bist eine Knochenmühle, du kommst nach unten in meine Werkstatt. Oh, schon fertig. So, und dann räumen wir euch noch weg. Du kommst auch woanders hin. Und dann haben wir schon mal wieder einen Teil fertig geschafft, meine Damen und Herren. Oh, das ist toll. Aber wieder den ganzen Tag verplempert, nur für Umbauarbeiten. Das ist doch irgendwie unnormal. Du gehst noch hier hin, du machst noch da, du machst noch dies, machst noch jenes. Da kommst du niemals voran. So, war heute irgendwas Besonderes? Denn ich glaube, morgen war, genau, morgen war der Buchtag. Dann ist ja schon der Tanz oder das Eierfest. Heilige Geburtstag müssen wir uns merken, das ist schon wichtig. Heilige Geburtstag ist wichtig. Das haben wir aber auch nicht mal geschafft, mehr nach dorthin zu kommen, wo wir hin wollten. Wenn ich dich jetzt da reinmache. 5 macht er immer rein. Okay. Soll ich nochmal gucken gehen, ob wir nochmal ein paar Dings gefunden haben? Trüffelhüffel. Jetzt haben wir wieder so viel anderes Zeug gemacht. Dass wir uns gar nicht so wirklich darauf konzentrieren könnten. Nee, heute ist eher mal eine bescheidene Trüffelauslese. Den grabe ich da übrigens jetzt aus, denn wir suchen immer diese komische Zwergenschriftrolle. Wir haben wieder was gefunden und erledigt. Na, guck mal, sind wir mal fertig. Na, jetzt kriegen wir diesmal nur 3 und dann müssen wir morgen erstmal darauf hoffen, dass wir mehr herauskriegen. Nein. So, und Trüffel nochmal verkaufen, dann haben wir den ersten Tag rum. Sind ja erstmal gerade so bei so einer Phase, wo nicht viel los ist, ne? Noch ist nicht viel los. Das ist schon heftig. So, dann hauen wir uns mal hin. Ja, ab ins Bett, so muss das sein. 76.000 ist ein guter Betrag. So, heute kommt der Buchhändler. Den will ich auf jeden Fall mir mal angucken. Was der Buchhändler uns dann bringt. Manche Bäume wachsen. Der Buchhändler ist heute in der Stadt. Jupp. Da gehen wir auch gleich hin. Viel Spaß dir. Lass dich nicht ärgern. Ihr beiden Giftzwerge. Alles Klärchen mit euch. Spaß und seid artig. Ja, morgen soll in der Klammer, ich hatte das Eierfest. Und wieder unzufrieden. Sag mal, habe ich überhaupt noch Glück hier in dem Spiel? Kein Glück mehr. Ja, so wie gehabt. Na, guck mal, die hat man die beiden Kartoffel.
Eigentlich haben wir wirklich. Hallo. Irgendwie ist es heute merkwürdig. Irgendwie ist es merkwürdig. Süß. Hey, wir haben wieder Wurzignal. Okay, unser Schnuffelbuffel bringt uns jetzt sogar Holz. Ich könnte eigentlich da mehr davon essen, oder? Finde ich aber interessant, dass da würziger Aal rauskommt. Ja, Wuffel, Wuffel. Ich will streicheln. Komm mal, ich sehe da einen. Bewegt euch nicht so schnell. Meine Tastatur ist wirklich am Rumspinnen heute. Ich verstehe das nicht. Erst reagiert sie gar nicht. Und dann ist er wieder am Eskalieren. So, haben wir jetzt alle von unseren Tierchen? Ne, Bäcker fährt. Evil Chicken und Ruby fit, aber die Enten haben wir alle. Okay, Enten sind alle gestreichelt. Ah, einer rennt noch da drüben rum, okay. Und das Bäcker. Und unsere Dings ist fertig. Da können wir in der nächsten Folge mal die Schweine sozusagen umziehen lassen. So. Wir können dann die Schweine umziehen lassen, das ist gut. Denn das ist jetzt fertig, dann kann können die nächsten da rein. Oder warte mal. Könnte man eigentlich auch gleich machen, ne? Wäre eigentlich lohnend, wenn man die gleich. Ist es dann auch schon mit. Ne, da fehlt der Heizkörper aber. Oder hatte ich da den Heizkörper schon gekauft? Ne, den habe ich noch nicht gekauft. Okay, dann müssen wir da erstmal noch einen Heizkörper demnächst besorgen. Bevor wir dann. Die dann rüberziehen lassen. Und dann nochmal. Nochmal weitere Schweinchen holen. Ein neues Entenküken. Warte mal. Ja, Tick, Trick. Tag. Donut Duck, Daisy Duck, Dagobert Duck. Den gibt es denn noch? Warte mal, wie hieß denn der? Genau. Quack. Aber der Bruchpilot, ne? Mist, man kann gar nicht anders so. Quack. Quack, 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 quack. Na, du kleiner Frechdachs. Oh, mit Speed laufen ist immer angenehmer. Aber du kannst mir jetzt nicht sagen, dass das Kartoffelding schon durch ist. Doch, den hatte ich schon. So, als allererstes. Heute leider nicht so viel. Muss man sagen, mich wundert, dass wir heute nicht so viel Trüffel haben. Aber wir brauchen mehr Schweinis. Mit mehr Schweinchens gibt es mehr Trüffel. Und dann wollten wir uns ja noch einen zulegen, den wir dann noch gucken wollten. Wenn 1, 2, 3. Dazu müssen wir aber erstmal den nächsten Stall machen und dann wollten wir uns neuere Tiere zulegen. Nee, gut, ihr seid noch nicht durch, das ist gut. Aber ihr auch noch nicht, oder? Boah. Oh. So, jetzt mal das daher. Hier das Ganze auch mit reinpacken, dann passt das. Haben wir Iridium schon verkauft? Ja, haben wir schon. Die Barren haben wir noch nicht verkauft. Die könnte man auch mal machen. Eingelegtes. Aber was ist das hier denn jetzt? Das ist ja was Neues. Glaube ich. Wir haben ja noch nicht alles gemacht. Das ist, glaube ich, Ziegenmilch. Die Wolle haben wir nicht verkauft. Nein, Entenfeder müssten wir noch verkaufen. Das ist, glaube ich, die Hasenfutter. Den Sirup und Co. haben wir noch nicht verkauft.
Karotten, Holz haben wir noch nicht verkauft. Den violetten Pilz, glaube ich, haben wir noch nicht verkauft. Ein paar Sachen sind noch. Ein paar Sachen müssen wir noch machen. So, na dann würde ich sagen, auf in die Stadt und gucken. Oh. Überall Bäume. Auf in die Stadt. Mit dem Buchhändler angucken. Ich glaube, der müsste ja da hinten sein. Ah, guck mal, da ist er süß. Da lang geht zum Buchhändler. Kommt vorbei. So wie ich sagte. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der uns jetzt bietet. Kann man irgendwie sich da auch so hinstellen, dass man den besser sieht? Ja, das sieht super süß aus. Mit der das ist niedlich. Hat er ja cool reingebracht. Lesen, um Kampferfahrung zu sammeln. Ey, das ist ja cool. Ist ja geil. Ups, jetzt reicht es wohl, aber das ist ja mal. Jetzt sind wir mir auch näher. Hm? Kramtöpfer haben eine 55% des Doppelte zu erbringen. Ja, na klar, nehmen wir das mit. Die beiden brauchen wir ja nicht, weil Hofarbeit und Holzfäller, das kennen wir ja. Und Preiskatalog kennen wir auch. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Guck mal, hier ist ja cool. Ist ja cool. Jetzt sind wir schneller durch Gras. Jetzt sind wir schneller zu Pferd. Jetzt sind wir allgemein schneller. Und du hast ein paar neue Ideen, über die du schlafen musst. Ist ja cool. Allgemein, ich bin ja sowieso, ich mag ja Bücher gerne. Also. Ich lese gerne im Fantasy-Bereich gerne. Natürlich, dass jeder hat so seinen eigenen, aber allgemein lese ich gerne. Wobei ich manche Sachen dann wieder nicht so. Was ich zum Beispiel im Fantasy nicht mag, ist. Für mich ist das zum Beispiel, ich nehme Fantasy-Bücher gerne zum Abschalten, um mich ein bisschen rauszuziehen. Bin aber auch jemand, der nicht unbedingt Bücher lesen muss, wo es nur um Tod und Mord und so ein cooles Zeug geht. Das ist überhaupt nicht meins. Weil ich das einfach. Schwierig empfinde. So, warte mal, wir haben ja jetzt hier ein bisschen Zeit, ne? Ne, okay, die hätten wir da lassen können. Ich finde, wir haben ein bisschen Zeit, da können wir doch nochmal ein bisschen was umbauen. Wir haben heute den Bücherladen gesehen. Und dann ist das auch eine schöne Sache. Hier ist cool, der Bücherhändler. Also immer wenn der da ist, kannst du dir darauf hoffen, dass du da wirklich ein Buch noch bekommst. Angeln hatte ich ja gehofft, dass wir noch Angeln kriegen. Aber na gut. Was nicht ist, ist alle Kalorien. Vielleicht beim nächsten Mal. Genau, und als nächstes müssen wir dann auch nochmal die Dinger umbauen. So. Genau. Blub, du kommst jetzt auch erstmal weg. Genau, guck mal, dann gehst du nämlich hier lang. Ja, ich weiß jetzt, der einzige Nachteil ist, wir müssen die Dinger hier wieder wegräumen. Ist zwar schade, aber wird halt wieder neu umgebaut. Machen wir wieder neue Sachen. Dann kommt was Neues wieder. Machen wir wieder woanders was hin. Also wie gesagt, ich bin ja bei sowas immer sehr flexibel. Wenn was neu umgearbeitet wird, wird was neu umgearbeitet. Dann muss halt was Neues entstehen. Die nächsten Sachen, die einfach jetzt nochmal aufgebaut werden müssen. Hm.
Weil ich finde es auch voll interessant, wenn dann hier Tierchen dann auch lang gehen und dann hier auch sind, finde ich schon toll. Aber warte mal, du kannst ja in dem Sinne, nee, kannst du nicht, weil da kommt der Weg lang. Da geht der Weg lang. Der da kann bleiben, hier der erste. Den brauchen wir jetzt nicht und der kann jetzt auch in dem Sinne bleiben. Und die Truhe muss ich jetzt aber auch mal wegräumen. Du viel mal zu machen. Oh, wieder eine Menge fertiggestellt. Nee, warte mal. Was, da kommt noch was rein. Ich will meine Kiste bitte raus. Ich pack mir erstmal eine Kiste trotzdem noch. Ja, ich weiß, wollte ich jetzt mal noch nicht so machen, aber ist halt erstmal so. Hier hin. Moos. So eine einfach Pflanze, die in schattigen Gebieten wächst. Damit war auch noch was anzustellen, ne? Damit war auch noch was anzustellen. Mein Kaffee. Ich bin auch schlau, ne? Das war witzig. Yeah. Ach so, nee. Da ist ja auch noch was drin. Deswegen ist das ja cool. Wusste ich gar nicht, dass die Luft dagegen hilft dadurch. Dung, nein, dung, dung, dung. Coole Sache. Ah. 171. Folge und man hat immer noch so einen Spaß dabei. Das ist einfach göttlich. Einfach göttlich, wenn man immer noch nach so vielen Folgen dann noch mit einem Spiel Spaß hat, dann hast du einfach, er hat ja wirklich mit dem Spiel was geschaffen. Also kann man sagen, was man will, weil er hat viele Sachen, die, früher hatte das ja Stardew Valley gehabt, Harvest Moon gehabt, das Ding. War ein richtig tolles Spiel damals gewesen. Ich habe das damals auf dem Gameboy angefangen, auf der Playstation. GameCube war auch total toll. Aber dann haben die sich irgendwann total verrannt. Und das war dann die Zeit einfach, wo du dir dann sagtest, jo, kommt überhaupt noch mal ein Spiel raus? Und genau, und dann hattest du halt das Problem. Was du hier machen kannst, wir müssen ja nicht unbedingt... Ja, genau, so. Plus hier 2, 2. So sieht's gut aus. Ja, ja, ja. Dann kannst du hier oben noch den. Nein, hä? Warum setzt du den da jetzt dahin? Ich hab den doch dahin gesetzt. Nee, aber warte mal, der sitzt mitten auf dem Weg, ist auch immer doof. Hier so, da ist okay, in der Ecke. Da darf ich ja nichts stellen, weil es ja von meiner Dame ist. Und genau, dann hast du da oben das Ding, die Ecke erleuchtet. Warte mal, hier kannst du daraus auch mal 2 hier machen, ne? So, flubbi-bubbi. Dann machst du hier auch nochmal so, zack, wenn du dann reinkommst, flumm. Weil ich es cooler finde, irgendwie, wenn du den noch so machst, dann hat er so einen leichten Abtouch und darauf den, ja. Entschuldigung, ich bin irgendwie, ich liebe den Hof einfach so fertig zu dekorieren. Das macht mir einfach so viel Spaß. Das ist einfach das Tolle dabei. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, so derzeit hier auf dem Hof wirklich die Dekoration, das so aufzubauen, wie man es möchte. Ich habe mich jetzt festgelegt. Ich habe ein Projekt auf jeden Fall, was ich irgendwann mal anfangen möchte, aber jetzt muss ich erstmal dann das finanzielle ETC noch klappen. Das dauert doch alles ein bisschen. Ich möchte mir später auch ein Wohnwagen zurechtbasteln, aber auch wirklich so ein bisschen mit Selbstbauen und so. Darauf habe ich Lust. Und will jetzt dann gucken, also ich will mir so einen Bus holen, habe ich mir überlegt. Und den würde ich gerne ausbauen. Ich möchte ein bisschen größer haben, also viele bauen sich auch sehr kleine. So klein wollte ich jetzt nicht das haben. Ich wollte schon gerne so, dass es ein bisschen größer ist. Und habe mir da so mal geguckt. Ich finde diese amerikanischen Busse ja immer sehr toll. Also ist kein Riesenbus, ne? So diese amerikanischen Schulbusse finde ich immer sehr toll. Da habe ich mir auch schon ein bisschen herumgeguckt und so. Und, da habe ich mir überlegt, den möchte ich gerne irgendwann dann ausbauen, um
um den dann zu einem so einen Camper zu machen. Das ist so, wo ich richtig Bock drauf habe. Und da freue ich mich auch schon. Das ist so mein Projekt. Das werde ich dann irgendwann mal angehen. Ist noch in weiter Ferne sowas. Weil jetzt ist es erstmal nur mit den Kindern. Jetzt muss das Finanzielle erstmal stimmen. Noch einige Sachen, die ich erstmal abreißen muss und so. Ne? Also ich habe ja auch meine... Jeder hat ja so seins, wo er ein bisschen... Ne? Genau. Und das muss ich da natürlich auch erstmal machen. Oh, ist gut, ja. Baue ich mir hier nochmal so einen Eingang rein? Oder lasse ich das einfach dann zu? Nee, zu viele Eingänge brauchst du ja in dem Sinne auch nicht. Zu viele Eingänge, finde ich, stört der ja jetzt auch so. Dann machst du das so und dann kannst du nämlich hier den mehr Freiheiten geben. Ja, das finde ich gut. Und wenn, da kannst du den Eingang auch nochmal schließen, dann kann man nämlich das auch nochmal fertig machen. Dann hast du hier, wir brauchen nicht so viele Eingänge. Was willst du mit so vielen Eingängen, finde ich? Das ist dann auch immer unlohnend. Also es ist nur eine meine Meinung. Man könnte mehr machen, ja, aber ich finde es okay, wenn da halt da und da, dann haben die mehr Platz auch so. So, warte mal, jetzt würde ich gerne aber dich mal nehmen. Haben wir denn hier noch was Schönes, wo wir dich auch hinstellen können? Die gerne so ein bisschen out auf reich machen. Genau, weißt du was? Ich habe ja den da hinten hingekoppelt. Dann könnte man den aber, um ein bisschen mehr Licht nach vorne reinzuspielen. Oh, stimmt. Wenn du das so machst, dann kriegst du den ja weg. Und dann kannst du halt den so richtig schön hier reinpappen. Das passt dann einfach. Das ist dann in der richtigen Form und sieht dann auch am besten aus. Finde ich jedenfalls. So, das haben wir so. Dann machen wir das so. Es wird spät. Ja, wird immer spät. Immer spät, wenn ich dekorieren möchte. Mann. Alles mit dem Buchhändler finde ich toll. Dass du das jetzt die Möglichkeit hast, finde ich schön gemacht. Und der läuft. Wir haben jetzt ja nichts weiter drin. Und dann kannst du das reinpacken, das reinpacken, das reinpacken. Und das erstmal reinpacken. Das ist die Kiste auch schon wieder. Ich schaffe selbst so eine Kiste vollzukriegen. Ich muss ja ihn. Die sind noch nicht fertig, ne? Also, jetzt haben wir erstmal das Unrunde, was wir über alles zusammengesammelt haben, erstmal in einen Bereich gepackt und da bleibt es erstmal liegen. So. Oh, warte mal. Waren die Erdbeeren nicht jetzt unterschiedlich? Ja, doch, Wahnsinn, ne? Deswegen hat er ja auch so nochmal, genau. Ich weiß nämlich nicht, ob die einen Tag dann liegen bleiben. Ich packe sie mir zumindest mal in die Tasche und hau mich jetzt mal ins Bett. Wir haben nicht wieder einiges geschafft, finde ich. Umdekoriert, den Hof vergrößert, da werden wir auch noch das hinbauen. Und wir haben den Buchhändler gesehen. So, ab hinein ins Bettelein. Gute Nacht. Yeah. Wow. Das ist jetzt fies. Entweder Abgangszeit von Spezialaktionen wird halbiert. Aber Spezialaktionen sind ja, wenn ich verteidige oder so. Ne, kritische Treffer sind tödlich. Das finde ich genial. Sehr schön. Nochmal ein bisschen was eingenommen. Wir haben ja auch einiges ausgegeben. Jetzt müssen wir hoffen, dass er beim nächsten Mal dieses Fischbuch oder so dabei hat. Das wäre halt noch interessant. Wenn du ein Fischbuch hättest, dann wäre es nochmal sehr gut. Dann könnte man da auch nochmal einiges machen. Aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann sind zwei Sachen, die ja schon recht wichtig sind. Das ist das Eierfest und Haleys Geburtstag. Der ist wichtig, weil wir da noch nicht fertig sind. Die müssen wir ja auch noch schenken, damit wir die Herzen dann noch weitermachen. Dann kriegen wir ja noch da nochmal, glaube ich, mal ein, zwei Geschichten. Mit Alex haben wir auch nochmal dasselbe. Die sind noch ganz wichtig, dass wir die dann auch ready machen, dass wir dann damit freudig fertig sind. Ja, und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, damit ihr die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.